Hier ist nicht nur Badebetrieb im Freibad in Eschede, hier ist auch Baubetrieb. Und das ist Helge Dräger vom Förderverein Freibad. Wir haben noch eine Menge zu tun hier, ne? Auf alle Fälle. Ja. Dieser Verein ist entstanden, weil das Bad fast geschlossen hätte. Wie war das? Der Verein ist schon vor 20 Jahren entstanden, um das Freibad zu erhalten. Aber wir haben jetzt gerade nach 20 Jahren die zweite große Sanierung hinter uns. Und da konnte Bingo helfen. Darum stehen wir auch vor diesem Insektenhotel, hat man früher mal gesagt. Man sagt heute Wildbienen-Nisthilfe. Und die Nisten hier drin legen ihre Eier hier. Ganz genau. Die Wildbienen kriechen rückwärts in die Röhren, legen ein Ei, verschließen das dann und dann kommt die nächste Generation. Nun nutzt das ja alles nichts, wenn die Bienen nicht auch Nahrung finden würden. Dazu musstet ihr eine bienenfreundliche Bepflanzung realisieren. Hat Bingo auch unterstützen können und das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Und hier sind wir bei so einer Bienenweide, die Bingo gefördert hat. Was wächst denn hier alles? Was habt ihr angepflanzt? Ja, hier vorne stehen wir direkt vor dem heimischen Oregano. Da, ne? Ja. Das ist der Oregano. Wir haben hier Lavendel, wir haben Blatternkopf dort hinten. Ja. Und das ist ja eine ganze Menge Arbeit, sowas anzupflanzen. Wer macht das? Das geht doch nur mit ehrenamtlicher Hilfe, oder? Ja, wir waren in der Spitzenzeit hier bis zu 50 Helfer. Im letzten Jahr haben wir mit sicherlich 30 Personen hier die Bepflanzung umgesetzt. Dann habe ich mal eine ganz platte Frage. Ich bin im Freibad, Badehose, Bikini und dann sind überall Wildbienen. Da hat ja so manch einer Angst. Aber da passiert nie was. Woran liegt das? Nein, Angst braucht man absolut nicht zu haben. Die Wildbiene hat einen so feinen Stachel, die kann die menschliche Haut absolut nicht durchdringen. Und sind ja auch hier wunderbar abgelenkt. Ja, also die brauchen gar nicht irgendwo anders zu suchen, weil die hier genug Nahrung finden. Wir haben sehr nektarreiche Pflanzen hier ausgewählt und das finden die Wildbienen wunderbar. Bingo hat zwei weitere Projekte hier im Freibad in Eschede in der Südheide gefördert. Eines ist eine Streuobstwiese. Und auch da gibt es wieder die Frage von manchen Menschen. Mensch, eine Streuobstwiese, da fällt Obst runter. Und da machen sich dann die Wespen drüber her. Und Wespen und Menschen ist ja nicht immer ein freundschaftliches Verhältnis. Es kann hier aber nichts passieren, wegen einer pfiffigen Idee. Die verraten wir gleich.